Hast du eigentlich dein Telefon aus? Ich habe jetzt gerade mein Telefon ausgemacht, plötzlich. Hast du schon Akku drin in der Kamera? Akku? Ich weiß gar nicht. Hast du einen Chip drin? Ich glaube nicht. Können wir jetzt endlich Aufnahme machen? Ach doch, läuft ja schon. Komm, ey, ich sehe mich ja. Es ist gut. Ja, stimmt. Ja. Hallo Brockheide. Hallo Welt, da sind wir wieder. Der Matze und? Putze. Es ist Montag, endlich Montag. Immer noch warm. Das heißt, die Woche ist schon fast rum. Genau, und morgen soll es regnen. Aber zum Wetter kommen wir nachher, oder? Fangen doch nicht mal hinten an. Doch, warum eigentlich nicht? Wir sind ja nicht die Nachrichten, oder? Wir können mal von hinten anfangen. Wir zäumen heute mal das Pferd von hinten auf. Ach nö. Tschüss. Nein, wir fangen noch mal von vorne an. Hallo. Hallo Bockheide, hallo Welt und so weiter und so fort. Es ist warm, morgen soll es regnen. Ach nee, es soll es bayern. Immer noch nicht. Und Wir haben keine Themen, deswegen macht er das doppelt. Genau, wir müssen, ein bisschen ziehen, ja, so Gummi ziehen und so. Wir haben nämlich nichts zu tun, zu sagen. Na so nicht. Wir haben nichts zu sagen. Zu tun schon. Ich muss ins Waldbad, die Treppen müssen gereinigt werden, also mach hin. Wieso musst du ins Waldbad? Wir haben eine Toilette hier, du musst ja nicht ins Waldbad. Okay, pass auf. Lostanzen hat uns geschrieben, Leute. Und zwar die Nadine Hoffmann, genau, Lostanzen. Die haben uns schon wieder angemeldet. Pettico an. Schick, schick. Rosa Schüchen. Komm auf den Punkt. Ja. Und zwar gibt es in der Kita Sonnenschein wieder Kurse demnächst. Ich muss noch mal kurz nachlesen. Ab und zwar dem 1.9. Genau, immer dienstags von 14 bis 14.45 Uhr. Für die 56-Jährigen, da bist du ja fast bei. Mann, da steht für die 5- bis 6-Jährigen. Ach so. Und 15 bis 15.45 Uhr für die 34-Jährigen. Für 3- bis 4-Jährigen. Ja, ja. Für die 3- bis 4-Jährigen. Also 14 bis 14.45 Uhr für die 5- bis 6-Jährigen und 15 bis 15.45 für die 3- bis 4-Jährigen. Genau. Und auch wer nur einen Betreuungsumfang bis 15 Uhr hat, kann daran teilnehmen. Für eine Probestunde bitte anmelden unter www.lostanzen.de. Die Kosten für so eine Tanzstunde, nee, für den Kurs, nicht für die Tanzstunde, kosten pro Monat 32 Euro. Und Nadine dankt uns herzlich für das Veröffentlichen dieser Nachricht. Genau. Machen wir doch. Also wenn ihr mal tanzen möchtet, nein, eure Kinder natürlich, dann einfach dort anmelden. Dann waren wir ja am Freitag bei SBS, weißt du das? Ja, da war ich dabei. Weißt du eigentlich, was SBS heißt? Ja. Aha. Da haben wir uns wieder... Das ist so ähnlich wie SWP, das ist dann... genau, boah. Ja, also Elektrofirma hier. Unter SWP-Germany.de. Unser neuestes Hightech-Unternehmen, welches sich hier im Industriegelände angemeldet hat und beschäftigt ist mit Alarmanlagen und Elektroanlagen und alles, was damit und IT, und Servern, IT und Servern und so zu tun hat. Und die haben einen... Tag der offenen... Tür. Tag der offenen Tor des offenen Tores. Tür. Und zwar am 10.9. Von 15 bis 17 Uhr. Genau. Und das Ganze im Industriegelände, aber... Ganz hinten links. Aber, damit ihr das nicht vergesst, wir haben, waren ja dort gewesen und haben mal so ein Interview gemacht darüber und das kommt gleich jetzt im Anschluss jetzt an. Nicht, weil das jetzt ist nämlich 15 Minuten lang, das packen wir jetzt heute nicht hier in den Film rein, das wurde alles ein bisschen überladen, aber gleich, wir werden das gleich zusammenschneiden hinterher, 2 Minuten sind wir fertig und nach dieser Sendung geht das danach auch gleich noch online. Noch online, also bitte zum Beachten, wir schieben 2 Filme heute hoch und dann könnt ihr euch das mal anschauen und wir würden uns freuen, ich bin da auch, ich gehe da auch hin, Ines hat gesagt, die fand das auch interessant. Ich gehe da auch hin. Du gehst da auch hin am 10.9. Natürlich, wir gehen ja auch bestimmt mit der Kamera mal hin. Ja, gucken wir mal, ne? Am 10.9., wie gesagt, da ist Open Day. Da kann übrigens jeder hingehen, wirklich jeder, der sich dafür mal interessiert. Und ich muss wirklich sagen, es ist hochinteressant dort bei SBS. Das sind coole Räume und man muss sich das mal anschauen. Was die da auf die Räume, auf die, auf die, das auch. Was die da auf die Beine gestellt haben, muss man sich mal angucken. So kann da jeder mal hingehen hier aus dem Ort und sich das angucken. Und nicht nur aus dem Ort, natürlich auch aus den umliegenden Orten, die hier zuhören und zugucken. Also Bockheide, Bockwalde, Bock, Fichtenwalde, Brück, Beelitz und etc. und alles. Und Deutschborg. Soll ich dir mal eine Landkarte machen? Busendorf, Kanin, Kleisto. Ich habe mein Globus von Borkheide, kannst du sagen. Okay, gut. Also, dran denken, schaut euch das nächste Video an. Also das, was wir noch hinten mit dranhängen. Und jetzt kommen wir schon zum Sport, weil wir nämlich ganz schnell sind. Wie angekündigt, nicht Fußball diesmal. Genau, es ist nicht Fußball, sondern Triathlon. Und zwar ein schöner Privattriathlon mit Matze und mir. Nebenher?
Ja. Nachher. Akteure waren natürlich andere. Wir müssen mal gar nicht so viel quatschen. Ja, organisiert hat es Volker Barucki hier aus Brockheide. Genau. Und wo es lang ging, seht ihr hier so ein bisschen im Film. Hey, hallo, es geht gleich los. Es geht gleich los. Brockheide, nee. Wir beide. Brockheide-Challenge. Wir beide Triathlon. Hergefahren mit dem Auto, hergelaufen und dann aufs Boot. Triathlon. Das ist unser Boot übrigens. Ja, so. Das ist unser Boot. Mit dem Auto hergefahren. Also die ersten Autokilometer haben wir hinter uns. War nicht so anstrengend, oder? Und der Rest. Da mussten wir laufen vom Parkplatz bisher. Hör jetzt auf zu sammeln, die wollen los. Und dann fahren wir paddeln. Die fahren schon mit den Hufen. So, der Rest kommt hier im Video. Fünf. Ja, bis gleich. Tschüss. Das war's, gucken wir da. Alle im Ziel. Ja, Gott sei Dank, oder? Alle freuen sich. Alle happy. Scheint aber anstrengend gewesen zu sein. Ja, ich glaube auch. Also im Auto und Kano fahren war auch sehr anstrengend vorhin, ja. Aber naja, was soll's. Am schlimmsten fand ich den Weg vom Parkplatz bis zum Wasser. Ja. Das fand ich anstrengend. Da mussten wir laufen, ne? Ja. Zum Glück hat man ein Auto mit. Wir haben auch immer zwei Runden gemacht. Mit Kano hin, Kano zurück. Auch das Laufen zum Parkplatz haben wir doppelt gemacht. Einmal hin, einmal zurück. Und mit dem Autofahren auch. Ne? Also Volker, hast du toll gemacht. Die Organisation der Veranstaltung, wunderbar. Top. Auch mal sehen, wie viel nächstes Jahr mitmachen. Dieses Jahr erstmal fünf Leute. Tschüss aus Brockheide. Aber mir nicht meine Buchstabenzeit verwischen. So, die letzten Meter. Komm, geh aus dem Weg. Da kommt von hinten einer. Geh weg! War das stressig für uns, war? War cooler. Überhaupt die Radfahrer wieder einzuholen. Weißt du, wie ich geschwitzt habe? Als wir losgefahren sind von Netzen, hatten wir zu tun bis Brockwalde, wo wir den Robert dann wieder endlich erwischt haben. Ja, gerade noch so ihn am Kreisel nochmal filmen konnten. Hast du eigentlich Fotos gemacht, Lutzen? Ich habe Fotos gemacht, die sind auch fertig und kommen nachher auch noch online bei Brockheide News TV. Die sind soweit schon fertig. Nee, nur bei Brockheide News. Bei Brockheide News, nicht bei Brockheide News TV. Bei Brockheide News kommen die Fotos online, kann man sich nochmal anschauen, was die da getrieben haben. Jetzt muss ich mal sagen, uns ist aufgefallen, dass die alle auf der Straße gefahren sind, ja, diese Rennfahrer. Alle auf der Radweg daneben war leer. Die sind alle auf der Straße. Und ich glaube, der Robert, der hat bestimmt einen Akku in seinem Fahrrad drin. Versteckt. War bestimmt. Ja, der war gar so nicht, schnell. Haben gar nicht kontrolliert. Ne? Der war so schnell gewesen. Ja. Und es war eigentlich heiß. Die haben geschwitzt. Und Hut ab, muss ich sagen. Also ich meine, ich ziehe wirklich den Hut vor den Leuten dort. Und vor der Helga und auch vor dem Frank. Und die haben, bei dem Wetter, die waren glitschnass. Und dann sind die da wirklich ein Kilometer geschwommen. Wie viele Kilometer Fahrradfahren waren das eigentlich? 22, glaube ich. 22 Kilometer und dann nochmal 5 Kilometer laufen. Aber
Die Nachbarn haben mitgemacht, da kam der Wasserschlauch raus, wurde abgekühlt ringsrum. Volker hat schön in seinem Garten die Wechselstation aufgebaut. Da habt ihr alles gesehen im Film. Genau, habt ihr alles gesehen. Schöne runde Sache. Coole Veranstaltung. Auch das Film hat sehr viel Spaß gemacht. Sportabzeichen. Zusammenschneiden hat mal sehr gut geklappt diesmal. Sportabzeichen. Über das Sportabzeichen reden wir heute nicht. Termin haben wir beschlossen. Wir machen das nächsten Montag. Am 26. reden wir heute gar nicht drüber. Wir brauchen nächste Woche noch was zum Erzählen. Ja. Da kommen wir dann nochmal zum Sportabzeichen. Und zu dem Drachenfest, da reden wir heute auch nicht drüber. So, und weil wir jetzt echt durch sind und ganz kurz gehalten haben, haben wir noch nicht erzählt. Matze? 31 Grad, glaube ich, oder 30, ich weiß gar nicht, ganz schön drückend warm heute wieder. Guck dir mal den fetten Sprung an zu morgen. Ja, morgen kommen wir so ein bisschen auf vermutlich Regen und das zweimal. Die erste Chance besteht morgen früh zwischen 5 und 7 und die zweite Chance morgen am Nachmittag um die 16 Uhr. Gewitter jederzeit möglich, dann natürlich aufpassen und sich selber schützen. Ansonsten Rest der Woche nach diesem bisschen Regen gehen die Temperaturen wieder nochmal auf 30 Grad hoch Richtung Freitag. Und dann wird es das vermutlich mit diesen Hochsommertemperaturen erstmal gewesen sein, auch für die kommende Woche. Es geht wohl etwas bergab. Grinse nicht so blöd, es ist so. Er versucht sich mal wieder in Hellseherei. Na, selbstverständlich, was aber willst du sonst machen? Wo ist denn meine Glaskugel hin hier? Wir schauen. Mal gucken, ob er recht hat. Ob er recht hat oder nicht, sagt uns dann das Wettergericht. Das Bericht, der Wetterbericht. Genau. Jo, Matze, das war's, ne? War ja genug. Und jetzt, wie gesagt, gleich im Anschluss noch das Video für den Open House Day am 10.09. bei SBS. Ja, das hängen wir aber extra mit rein jetzt. Ja, das haben wir doch gesagt, dass wir das extra machen. Okay. Jo, das war's. Und tschüss. Bis nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Lutze und ciao. Ciao.